Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Metzingen pflegt seit 20 Jahren einen Austausch mit verschiedenen Partnern in Brasilien. Die Schule unterstützt ein Kinderhaus in Cáceres und tauscht sich mit Jugendlichen der Landlosenbewegung, eines indigenen Stammes und einer Agrarkooperative aus. Die Jugendlichen teilen das Leben miteinander, teilen jeweils den Lebensalltag der anderen und tauchen ganz tief in die Kultur und in die Lebensgrundlagen von den Leuten ein. Man lernt vor allem auch neue Leute kennen und eben auch ihre Lebensweise. Das ist eine prensa, die wir utilizieren, um die Masse hier drin zu machen. Die Masse der Mandioca, die hier drin zu machen. Das Desafio hier heute ist, dass antigamente nós lutava para chegar na Terra. Gemeinsam realisierten deutsche und brasilianische Jugendliche einen Film, der die Auswirkungen unseres Fleischkonsums auf Menschen und Umwelt im globalen Süden zeigt. Zum Beispiel, wir hier konsumieren ja sehr viel Fleisch, vor allem billiges Fleisch. Und dort in Brasilien wird eben sehr viel Soja angebaut für unsere Massentierhaltung hier. Also das Soja wird exportiert hierher. Für die Massentierhaltung in Deutschland zum Beispiel, auch in anderen Ländern. Dort wird das produziert, dort wird die Umwelt zerstört für uns hier. Und für die ist es eben schwer, weil die großen Firmen, die eben diese Plantagenbau betreiben, versuchen, diesen bäuerlichen Betrieben eben das Land wegzunehmen. Da gibt es illegale Brandrodungen, Umweltzerstörung, das sind alles Monokulturen. Und es werden sehr viel Pestizide verwendet. Und das sind die großen Hauptprobleme. Angefangen hat alles mit der Unterstützung für das Kinderprojekt Gonzalinho der Bonifatius-Gemeinde Metzingen. Hier werden die Kinder der Menschen betreut, die als Tagelöhner auf den Sojaplantagen arbeiten. Inzwischen gibt es dort auch einen Gemüsegarten, wo die Kinder lernen, ihre eigenen Tomaten anzubauen. Daraus ist die Idee für den Filmtitel entstanden. Tomaten für Kinder statt Soja für Rinder. Mit dem Film wollen die Jugendlichen ihr ganzes Umfeld über die Folgen des Billigfleischkonsums aufklären und zeigen, was jede und jeder dagegen tun kann. Das Wichtigste ist einfach, dass man Leute informiert, die in seinem Umfeld sind, dass man denen auch darüber erzählt, wie die Lage in Brasilien ist und dass man einfach sich bewusst ist, was man kauft und vielleicht es auch ändert oder allgemein mit dem Fleischkonsum runtergeht. Als die brasilianischen Jugendlichen in Deutschland waren, haben sie an der Schule und an der Uni Tübingen über ihre Lebenssituation und ihre Kämpfe aufgeklärt. Ein Austausch, der die deutschen Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken anregte. Ganz viele Schüler haben nach diesem Austausch mir gesagt, was leben wir eigentlich in einem Überfluss? Eigentlich brauche ich 90% der Sachen, die ich besitze, überhaupt nicht. Die Brasilianer haben eine viel weitere Sicht, meiner Meinung nach, auf die Welt. Die haben andere Probleme, die haben andere Challenges, die sie so bewältigen müssen. Und so kann man sehr viel lernen. Und für mich persönlich war da der Fokus auf den Werten und auf den Prioritäten, die man im Leben setzt. Gerade das Geld absolut nicht alles ist. Meine, deine, unsere Zukunft.